Die Kriminalpolizei in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bittet um Ihre Mithilfe bei der Aufklärung von Straftaten. Jetzt in Kripo Live. Es ist Sonntag, der 3. Juli 2016. Hier ist Kripo Live. Guten Abend. Im folgenden Fall geht es um Taschendiebe, die in Sachsen-Anhalt vermutlich für mehrere Raubstraftaten verantwortlich sind. Dieses Rentner-Ehepaar wird am 12. Januar 2016 in Quedlinburg Opfer von Taschendieben. Kripo Live hat den Fall nach Angaben der Polizei nachgestellt und die Namen der beiden Senioren zu ihrem Schutz geändert. Anneliese ist mit Ehemann Herbert auf dem Weg zur Bank. Hier wollen sie 3.000 Euro von ihrem Konto abheben für eine Geburtstagsfeier mit der Familie. Diese Originalaufnahmen der Überwachungskamera zeigen, dass die beiden beim Betreten der Bank verfolgt werden. Von diesem Mann in der roten Jacke. Wir gehen davon aus, dass der Täter relativ lange sich an die Fersen des Opferpaares geheftet hat, um genau zu beobachten, wie viel Geld sie abheben, wo sie es letztlich dann verstauen, um dann in einer weiteren Folge seinen Komplizen einen entsprechenden Tipp zu geben. Die 81-Jährige und ihr Mann bemerken nicht, dass sie verfolgt werden. In einem nahegelegenen Fischrestaurant wollen sie zu Mittag essen. Hier kommt es zu einem Vorfall, der den Ermittlern später einen wichtigen Hinweis auf einen weiteren möglichen Täter liefern wird. Im Restaurant sprechen Anneliese und Herbert über die geplante Geburtstagsfeier. Am Nachbartisch sitzt ein Gast und telefoniert. Plötzlich taucht der Mann mit der markanten roten Jacke auf, spricht kurz mit dem Gast am Nachbartisch und verschwindet wieder. Zu diesem Zeitpunkt hält Anneliese das noch für einen Zufall. Gegen 12 Uhr verlässt sie mit ihrem Mann das Restaurant. Die beiden nehmen ein Taxi und lassen sich nach Hause fahren. Vermutlich werden sie auch auf diesem Weg von den Tätern verfolgt. Vor dem Hintergrund, dass die Taschendiebe wussten, wie viel Geld die Rentner abgehoben haben, war der Drang sicherlich so groß, um dann auch an dem Rentnerpaar dran zu bleiben. An ihrem Wohnhaus angekommen, kommen möglicherweise zwei Komplizinnen der Täter zum Einsatz, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Erscheinung getreten sind. Jetzt folgen sie Anneliese und Herbert ins Wohnhaus. Fangen sie unter einem Vorwand vor ihrer Haustür ab und stehlen die zuvor abgehobenen 3.000 Euro. Maria. Ich kenne keine Maria. Was wollen Sie denn, Maria? Ich will meine Frau in Ruhe. Eine der Täterinnen kann die bestohlene Rentnerin später gut beschreiben. So entsteht bei der Polizei dieses Phantombild. Als ihren Komplizen identifizieren die Ermittler anhand der Überwachungskamerabilder aus der Bank den Mann mit der roten Jacke. Er ist der Polizei bereits bekannt. Im Dezember 2015 zeichnet eine Überwachungskamera auf, wie er in Ilsenburg Geld mit einer gestohlenen EC-Karte abhebt. Und zu diesem Fall begrüße ich jetzt Kriminalhauptkommissarin Beatrix Mertens. Guten Abend. Guten Abend, Frau Schenk. Bevor wir gleich in die Fahndung gehen, lassen Sie uns über diese Masche sprechen, die wir gerade gesehen haben. Ist das typisch? Die Vorgehensweise an sich war schon typisch. Also es sind immer zwei Frauen unterwegs, die geben sich als Unterschriftensammlerinnen aus, haben eine Kladde dabei. Normalerweise finden diese Taten aber auf der Straße, also in der Öffentlichkeit statt und nicht, wie hier gezeigt, im Haus. Es ist so, die Kladde dient einfach der Verdeckung der eigentlichen Tathandlung. Also während diese eben dem Opfer entgegengehalten wird, um die Unterschrift hier einzukassieren, greift eine Person in die Tasche des Opfers, holt das Geld heraus. Und währenddessen kommt dann auch noch eine zweite Frau ins Spiel, die ein Ablenkungsmanöver startet, indem sie zum Beispiel versucht, das Opfer zu umarmen oder zu küssen. Also einfach versucht, hier eine gewisse Nähe herzustellen. Ganz wichtig bei dieser Masche ist ja auch der sogenannte Späher. Das Opfer wird ja am Anfang wirklich ausgespäht. Merke ich das eigentlich, dass mir das gerade passiert? Und wenn ja, woran?
Also ich denke, ganz wichtig ist es hier einfach auf das eigene Bauchgefühl zu hören, zu achten. Also wenn man hier schon so an einen ganz komischen Verdacht hat, sollte man dem auch nachgehen. Bevor man zum Beispiel eine Bank betritt, könnte man sich auch umschauen, ob hier vor der Bank Personen herumlungern oder auch in der Bank einfach Personen, die ja eigentlich gar nichts zu tun haben. Wenn es denn soweit ist, dass ich bedrängt werde, Sie haben das ja schon beschrieben, wie kann ich mich da schützen, wie soll ich mich verhalten? Ja, wenn es weiter wirklich schon an diesen Punkt kommt, an dem ich bedrängt werde, dann sollte ich Öffentlichkeit herstellen, laut sein, zum Beispiel um Hilfe schreien und auch unmittelbar danach der Polizei Bescheid sagen oder auch zum Beispiel dem Personal in Banken oder in Geschäften. Die Polizei geht ja davon aus, dass es mehrere solche Taten gegeben hat nach diesem Prinzip. Welche noch? Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es weitere Tathandlungen gab. Uns sind jetzt im Moment diese drei Fälle aus dem Bereich Harz bekannt. Sollte es aber weitere Betroffene geben, sollten die sich unbedingt auch an die Polizei wenden. Wir vermuten in diesem Fall auch, dass die Täter aus der Region Harz stammen, einfach weil hier diese Handlungen auch stattfanden. Also für alle, die sich möglicherweise jetzt daran erinnert gefühlt haben, die sich auch da schon mal sowas erlebt haben bei dem Fahndungsaufruf, jetzt ganz genau zuhören, denn vielleicht können Sie ja Angaben zu den Tätern machen. Die gesuchten Frauen sind 20 Jahre alt und ca. 1,65 Meter groß. Sie trugen schwarzes Haar und waren mit einem schwarzen Anorak bzw. einer grau-grünen Jacke bekleidet. Von einer der Gesuchten konnte ein Phantombild angefertigt werden. Die Frau hatte ihre Haare nach hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Außerdem wird dieser Mann gesucht. Besonders markant ist das Dreieck auf seinem dunklen Basecap. Dasselbe Basecap trug er bei einer anderen Tat, von der uns ebenfalls ein Foto aus der Überwachungskamera vorliegt. Erkennen Sie diese Person? Die Kripo in Halberstadt nimmt jetzt Ihre Hinweise entgegen unter 03941 674 193. Vielen Dank. Die Seen in Mitteldeutschland, sie sind ein echtes Paradies für Badegäste und natürlich auch für Wassersportler. Leider auch für Diebe, denn die haben es auf solche Bootsmotoren abgesehen. Die Bleilochtalsperre in Thüringen. Hier in der Röppischer Bucht an diesem Steg lag auch das Motorboot von Thomas Gentsch, bis ihm im Mai der Außenbordmotor gestohlen wurde. Also ich bin erstmal extrem wütend, weil mir in dem Moment auch mein Hobby genommen wird, wo ich jahrelang drauf gespart habe und jetzt auch demnächst nicht mehr so ausführen kann, weil ich zurzeit finanziell nicht in der Lage bin, mir einen neuen Motor zu kaufen. 7.300 Euro hat der 38-Jährige in den Motor investiert, ihn sogar extra ans Boot festgeschweißt. Ohne den Antrieb kann er mit seinem Boot nicht mehr fahren. Bei der Polizei in Mitteldeutschland häufen sich inzwischen die Anzeigen. Es wird geprüft, ob professionelle Banden am Werk sind. In Thüringen kam es dieses Jahr schon zu 14 Diebstählen. In Sachsen-Anhalt wurden 16 Vorfälle gezählt. Und in Sachsen liegt die Zahl der Diebstähle mit 31 Anzeigen bereits über dem Vorjahresniveau. Die Täter verfahren meist nach dem gleichen Prinzip. Sie kommen nachts und über den Wasserweg. Gezielt steuern sie die Boote am Steg an, demontieren die Motoren. Wahrscheinlich wird im Team gearbeitet. Denn Außenbordmotoren können über 100 Kilogramm wiegen. Schon jetzt geht der verursachte Schaden im Jahr 2016 in die Zehntausende. Tatort Hohenwarte, Stausee in Thüringen. An dem See im Saale-Orla-Kreis haben die Diebe in der Zeit vom 23. bis 25. Mai 2016, also von Montag bis Mittwoch, vier Motoren erbeutet. Nahe der Mühlenfähre an diesem Anlegeplatz versuchten die Täter, fünf weitere Motoren zu stehlen. Ohne Erfolg. Also da kam es gar nicht dazu, dass die Motoren demontiert wurden. Und uns interessiert jetzt, wer da womöglicherweise die Täter gesehen hat und an der Tatausführung gestört hat. Tatort Wertsdorfer See in Sachsen. Auch die Wasserschutzpolizei Dresden ermittelt. Seit dem 24. Mai 2016 wurden hier am Hafen Hagenwerder nahe Görlitz 14 Außenbordmotoren gestohlen. Einen Diebstahl glaubt die Polizei allerdings verhindert zu haben.
Anfang Juni konnte sie einen flüchtenden Mann stellen, der mit mindestens zwei weiteren Personen unterwegs war. Die Tat konnte dem Mann jedoch bisher nicht nachgewiesen werden. In diesem Zusammenhang wurde durch Zeugen ein VW Passat mit polnischem Kennzeichen beschrieben, der sich auf dem Radweg dem See näherte. Da dies sehr ungewöhnlich ist, kann da ein Tatzusammenhang möglicherweise hergestellt werden. Die Ermittlungen dazu laufen aber noch. Zurück zur Bleilochtalsperre und zurück zu Thomas Gentsch. Also hier an diesem Steg in der Röbischer Bucht lag mein Boot. Das ist hier vom Steg geschnitten worden und noch eins hier vorne von der Rempendorfer Bucht. Die Täter bringen die Boote in die abgelegene Herzbucht. Aller Wahrscheinlichkeit nach ziehen sie die Boote an Land und demontieren die Motoren vermutlich unbeobachtet in aller Ruhe. Wir gehen davon aus, dass hier eine Tätergruppe aktiv war, also mindestens drei Personen. Außerdem müssen die Täter noch ein größeres Fahrzeug benutzt haben, um einfach die Menge des Diebesgutes abzutransportieren. Geflüchtet sind die Diebe dann wahrscheinlich über diesen Waldweg. Die Polizei sucht jetzt nach den Zeugen, die in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai 2016 an der Bleilochtalsperre Beobachtung gemacht haben. Haben sie ein Boot gesehen, das zwei weitere Boote in die Herzbucht geschleppt hat? Oder ist ihnen vielleicht ein größeres Fahrzeug am Ufer der Talsperre aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 4310. Auch zu den Diebstählen am Hohe Warte Stausee und am Bersdorfer See fahndet die Polizei nach den Tätern. Alle Telefonnummern wie immer auf unserer Internetseite. Ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Abend.